Strongest nehmen wir auch alles mit. Belohnung für Gewinner. Oha, wir hatten gar nicht mal so übles Zeug dabei. Okay. Ich habe gerade den Milchautomat aktiviert, da passiert nicht wirklich was. Oh, Küche. Hundefutter. Weißer Teller und ein Schneidebrett. Seife, strong. Möchtest du sie diesmal nehmen? Ich glaube immer noch nicht. Okay, das wäre dieser Raum gewesen. Ah, Mist, wir können es immer noch nicht knacken. Verflucht. Ja. Da ist er unbesiegbar. Auf jeden Fall. Aber Gefahren sollte man auch nicht unterschätzen. So ist es jetzt auch wieder nicht. Oh Mann, ich muss mal kurz umsetzen. Es ist gerade etwas ungemütlich in der Pose. Ach, schon viel besser. So. Dann wird mal weiter geguckt. Aha, jetzt wäre uns hier fast das Abraxo-Putzmittel und der Besen vor allem durch die Lappen gegangen. Also ich glaube, oben sind wir soweit durch. Okay, das ist Jack, der auf unseren Einsatz wartet. Und Alter, sind da viele Gegner. Vielleicht mal kurz auf die Granate wechseln. Na, was war denn hier? Jungle ist der Mondaffe. Der muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Ne? Okay, Jack lebt noch, obwohl wir genau die Granate vor die Füße hingeworfen haben. Zum Glück lebt er noch. Ja, ist ja gut. Was ist denn mit dem los? Die halten sich alle für unbesiegbar, aber ich glaube, wir müssen hier hin. Das heißt, wir können uns mal kurz weiterhin hier umschauen. Aha, no spoken area. Patronen, nichts. Wieder nichts? Ne? Aminodose, viel Schrott. Okay, aber wir laufen anscheinend richtig. Jack, warte auf uns. Der Lorenzo. Oha. Die Zellentüren. Ob wir den Zellenschlüssel dafür brauchen? Himmelswillen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Ach, das ist mal... Was, Berserker-Raider?
So. Ein Berserker Raider ist das also gewesen. Okay. So, also, es ist alles ziemlich zu. Ach so. So. Nö. Ach, man kann die Türen also nur öffnen, okay. Wenn einer Zelte was übt, ist die Lust drin ist eventuell. Muss natürlich kontrolliert werden. Eine Postbotenuniform, okay. Ach, hier können wir doch eigentlich eine Schläfe machen. Nein! Wäre so schön gewesen neben der Leiche. Ein medizinischer Flüssigkeitsspender. Was hat das denn zu bedeuten? Okay. Oha, das ist nicht übel. Gib einfach auf, Arschloch. Ja, natürlich. Strong? Wir müssen mal der guten Frau zeigen, wie wir aufgeben. Was hat das zu bedeuten? Oh. Ist nicht mein erstes Feuergefecht. Ach, Strong. Ich weiß, das ist nichts für dich. Cool. Für die Hakenklammer hat sie's. Hä? Ah, okay, aber hier waren wir drin durch diesen Seitengang. Was ist hier los? Ja, voll! Strong, was ist hier los? Aha! Okay, aber da kommen wir doch nicht mehr hoch. Um Himmels Willen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Na gut, keine Zeit. Ein Injektorgewehr. Dafür haben wir keine Zeit. Nein, wir sind zu schwer! Noch mehr von denen? Oh oh. So. Das musste kurz sein. Dafür habt ihr keine Zeit. Nein. So. Gut. Der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Na, Strong, möchtest du denn nicht aufstehen? Den Stimpack müssen wir dem ja nicht verabreichen. Der regeneriert sich ja super selber. Damit kommen wir in den Keller. Komm. Das ist der einzige Weg nach unten. Na schön. Aber Strong, du musst davor hey, noch was? Ein bisschen was von uns aufnehmen. Da kriegt wieder den Müll von den Menschen, den er so mag. Alter, der kann so viel mitnehmen. Und natürlich noch die Zahnbürste. Du auch. Hier drüben. Gehen wir gleich.
kurz einen Schluck getrunken. Ist ja gut. Aber ich würde eigentlich noch gerne das Problemlöser aus Metallrüstung mitnehmen. Durch Roboter verursachten Schaden um 15%. Wer weiß, ist eventuell nicht übel. Gucken wir mal kurz. Leider nicht. Da sind unsere besser. Das ist der einzige Weg nach unten. Ja, ist ja gut. Was ist denn das? Das Diagnoseterminal. Und wir hatten doch noch einen Zellenschlüssel. Chat. Und ein Redaway nebendran. Okay. Schauen wir mal kurz rein. Vielleicht steht da irgendwas Interessantes drin. Willkommen bei Terminic von Rocker Industries. Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Oh, waren die am Anfang mal da drin? Da hätten wir sie eventuell einsperren können. Das wäre auch nicht übel gewesen. Das ist der einzige Weg nach unten. Ja. Jetzt haben wir den Zellenschlüssel nicht benutzt. Nein, haben wir irgendwas verpasst? Verflucht. Na gut. Hier drüben. Strong? Na gut. Nach unten. Oha, wir könnten wieder was vertragen. Und zwar... Boah, ein leckeres Mühlenfleisch geröstet. Oha, die Lebenspunkte regenerieren sich nicht besonders schnell. Oh, wir sind wohl angekommen. Okay. Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Jetzt ist es langsam, glaube ich, nicht mehr weit bis zum Lorenzo, wie der Jack bereits richtig erwähnt hat. Aber noch kurz. Ja, gut. Kann man sich hier nicht mal in Ruhe umgucken? Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Was? Was haben sie für einen Wert? Die Gummibomben ist auf jeden Fall weniger. Oha. Nein! Na. Vielleicht. So. Geschafft. Eine Angel und Redaway. Sehr schön. Ich weiß, John, das ist nichts für dich. Ein Bergbohrhelm. Und noch ein Bergbohrhelm. Das Gute ist, wenn das die Leute anhaben, dann machen die Licht. Das ist sehr nice. Oh, wir sind wohl da. So. Diese Idioten versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater. Ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Schnell, mein Sohn kann wirklich jeden.